Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Siedler 3. Heute geht's weiter mit der vierten Römermission und wir haben beim letzten Mal doch den Ägyptern und den Piraten ziemlich zugesetzt. Oh, ihr fängt doch schon wieder an mit Bauen. Was baut er denn? Mittelgroßes Wohnhaus. Auf jeden Fall wollen wir die Sache heute klar machen, ne? Ich habe letztens allerdings meine Truppen zurückziehen müssen, weil die nicht mehr so die Schlagkraft hatten. Die sind jetzt alle beim Arzt hier. Und lassen sich versorgen, genau. Haben wir denn jetzt schon wieder welche ausgebildet? Jawohl. Genau, beim Piraten können wir leider... Wie kommen die hierher? Okay. Beim Piraten, da können wir leider nicht gucken, ob der sich schon wieder aufbaut. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal zuschlagen, sollten wir die Sache eigentlich bereinigt haben. Wie sieht es denn überhaupt mit unserer Wirtschaft aus? Hier brauchen wir noch 3 Steine. Und wir können ja hier oben, haben wir ja so viele Ressourcen. Das können wir ja alles hier runterschleppen. Ich glaube, den Aussichtsturm, den brauchen wir nicht mehr. Den können wir wegmachen. So. Ah, ein Lager können wir noch hinbauen fürs Gold. Oh, gleich hierher. So herrlich die Musik. So, seid ihr denn jetzt nun fertig hier mit dem Haus? Können wir unsere Soldaten nochmal aufwerten? Nee, 38%. Das wird dann das nächste, bei der nächsten Aufwertung wird es wohl ein bisschen länger dauern, denke ich. Was war denn das jetzt? Ach, der Pirat lässt sich blicken. Warte ab, mein Freund. So, kommt Angriff. Die Truppen sind bald geheilt hier. So, na kommt, macht den jetzt hier einen Gar aus. Was ist denn jetzt? Ah, da hat noch ein paar. Komm, wir gucken mal jetzt hier rüber beim Ägypter. Mal gucken. So, Leute nachziehen. So, wegmachen. Zack. Braucht man nicht mehr. Was ist denn jetzt? Kommt, ihr... Gib Latte, Mensch! Ja, einen haben wir. Na, hier hinten hat er doch noch ganz ordentlich was, ne? Klappt das hier mit der Schlachterei? Die ist gar nicht besetzt, ne? Doch.
Komm weiter. Gleich hier hinner. Hier oben ist dann schon der Pirat. Okay. Geht ihr hier hin und ihr macht hier weiter. So, noch irgendwo. Oh Gott. Na, wo sind denn noch Ägypter? Meine Fresse. Also der Pirat geht mir ganz schön auf den Beutel. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserem Priester? Können wir schon wieder was machen? Naja, nicht viel, aber... Komm, wir... Brauchst ja dann auch ewig, ne? So haben wir jetzt alles. Immer noch nicht. Mein Gott. So. DW, ne? Das war's. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Piraten. Okay, wie sieht's denn hier aus? Probiert's doch immer wieder, ne? Na gut. Wenn du es so haben möchtest. Unser Priester, komm mal her. So, genau, komm, Angriff. Machen wir eben hier rein. Komm, hier den Rest machen unsere Bogenschützen. Bleibt mal hier. Hey, ihr sollt zurückkommen. So, kommt, Kräfte sammeln. Ganz ruhig bleiben, Leute, ganz ruhig. Es geht gleich los. Thank you.
Geht ein bisschen schleppend mit der Ausbildung, oder? Naja, komm, wir probieren mal, was so geht. Vielleicht können wir ja hier irgendwo noch... Genau so machen wir es. Ihr sollt den Turm hier angreifen. Kommt her, ihr sollt den Turm angreifen. Mein Gott. Da kann hier oben ruhig ein, zwei Türme. Wichtig ist, dass wir hier seine Wirtschaft platt machen. Weiter, kommt, weiter, weiter. So, hier, weiter angreifen. Jetzt zieht er nämlich seine Soldaten wieder zurück, ne? Okay, haben wir denn schon wieder welche ausgebildet? Na dann hoch mit euch. Unser Priester? Ja, da kennt ihr schon wieder. Da hat eine Ausdauer, hä? Na kommt. Gut. Weiter geht's. Hier ist der Turm. Los, den müssen wir noch knacken. Aha, da weiß ganz genau, was jetzt losgeht. Oh, na komm. Yes, weiter. Nächster. Auf der linken Seite. Dann sieht's wirklich gut aus. Wir haben doch unsere Leute nachgezogen. Genau. So, los. Angriff. Was ist denn hier oben? Ach, das sind doch die Ägypter. Die suchen noch nach Bodenschätzen hier oben. Die haben das noch nicht so richtig geschnallt. Ja, da wehrt sich mit Händen und Füßen, ne? So, mein Priester, komm her. Ist ein richtig spannender Kampf hier. Wie viele Leute haben wir denn eigentlich noch? Na, sechs Lanzenträger, na dann los. Ja, da gehen wir ein paar Bogenschützen hier hinauf. Oh, mal außer Reichweite, ja. Der hat keine Reserven mehr, ne? Gut. Und, jetzt hat's geknallt. Sehr schön. Ich würde sagen, das war's, ne?
Jetzt ziehen wir mal noch ein paar Leute nach. Eigentlich könnte man ja hier die Türme minimal besetzen, ne? So, zumindest die großen. So, ihr kommt mit ihr her. Und noch ein bisschen auffrischen hier die ganze Geschichte und dann schauen wir mal weiter. %88, okay. Muss ich schon wieder ein Lager bauen? Das gibt's doch nicht. So, jetzt könnten wir die. Also, wir haben Fische. Dann machen wir jetzt hier. Komm. Nee, komm ganz runter. Ja, dann ebenso. Ist egal. Komm. So. Fische, Fleisch in die Erzmine. Und das. Genau. Weil das läuft ja jetzt hier ganz gut, ne? Also, 3 Minen schafft der Bäcker. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Machen wir mal in den, noch ein bisschen in den Norden, hä? Wo kommt das jetzt hierher? Angriff. Ich glaube, wir müssen. Das schaffen wir mit dem Schlag jetzt nicht mehr. Los, jetzt hier noch einen. Mal gucken. Wir müssen unbedingt noch ein paar Leute nachziehen hier. So, du Waffenschmied. Mach mal 20 Schwerter. Und wie sieht's aus? 96%. Na gut, da warten wir mal ab. %98 und das zieht sich hin. 100, okay, nehmen wir die Schwertkämpfer, ne? So. Wie sieht's hier oben aus? Ah. Da kommt den schaffen wir jetzt auch noch. Da hat er ja noch zwei kleine Türme hat er hier. Die haben sich ausgebreitet. Noch einer. Weiter geht's. Gell? Jawohl. Jetzt sind sie richtig ausgebildet hier. Am besten wir sammeln uns mal hier.
Ach, hier habe ich schon noch Bogenschützen. Oh, nee. Wartet mal, wenn ich den abreiß, da habe ich doch einen Soldaten frei, ne? Na dann los. Das muss doch zu schaffen sein, ne? Eigentlich könntest du mal deine Arbeit wieder fortsetzen und mach gleich mal hier hinten, so. Holzfällerhütte, ihr könnt auch hier hinten. Oh, die sind eh bis randvoll. Haben wir denn überhaupt noch? Nee. Komm, wir setzen mal noch ein großes Wohnhaus hin. Weil wir es können. So. Okay, wie viele Soldaten haben wir übrig? Er ist auch nicht mehr so fett, ne? Okay. Oh, die schleppen hier ganz schön weg, ne? Das ganze Gold schleppen die weg. Warte mal, ich habe doch gerade einen Priester gesehen hier. Ich weiß ja nicht, wie weit das noch hier hin geht. Hier hinten hat er bestimmt noch ein, zwei Türmchen. Da könnten wir direkt mal mit dem Spion. Kommt man da hier hinten noch rum? Müssen wir mal probieren. So, kommt, ihr sammelt euch mal hier. Was gibt es denn noch so Schönes, was wir mal bauen könnten? Aber wie gesagt, Katapultwerkstatt, da habe ich nie Verwendung dafür gehabt. Wüsste ich jetzt nicht, also ob das jetzt so unbedingt die Wirkung hat auf Türme. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür Katapultwerkstatt, also ich habe in der letzten Folge, hat man es ja mal ausprobiert gehabt, also hat jetzt keine große Wirkung gehabt. Wüsste ich nicht, wozu ich es brauchen sollte. Gibt es hier noch was? Nö, ne? So, haben wir wieder ein paar Leute ausgebildet. Wie haben wir denn hier zusammen? Ah, das sind halt alles Bogenschützen, ne? Na, dann verteilen wir euch wenigstens mal noch ein bisschen sinnvoll. So. Na, warte mal, das ist doch... Da ist doch auch unser. Komm, da geht ja hier mal noch ein bisschen hin. Eigentlich könnte man doch... Komm, wir greifen den Turm mal an. Da ist doch nicht besetzt. Oder wären wir da abgeschossen, ne? Oder? Nee? Alles cool. So. Und Bogenschützen drauf.
Okay. So, ziehen wir die mal noch nach und... Wo kommt denn die her? So, los, Angriff. Hat er doch tatsächlich hier unten noch einen kleinen hingebaut, ne? So, komm, weiter hier. Nächster. Da fehlt uns hier noch eine Verbindung, ne? Wenn wir... Naja, ist ja wurscht. So, hier hinten hat er nichts mehr. Dann nur noch hier oben. Okay, dann sammeln wir uns mal. Nur ein paar Truppen nachziehen. Ja. Na gut, und mal sehen, ist das der letzte Turm? Sie haben das Spiel gewonnen. Yes. Oh. Also das war bei Weitem nicht so einfach, wie es vielleicht ausgesehen hat. Gerade der Pirat, der hat sich dann zum Schluss doch noch ganz schön gewehrt. Ja, die Geologen sind immer, die haben das noch nicht geschnallt. Ja, also ich muss sagen, in der Mission, wenn du da nicht von Anfang an auf Militär setzt, da kommst du nicht weit. Ich denke auch, das war eine gute Idee, mit Wein anzufangen, dass die Soldaten aufgewertet werden. Ich glaube, wenn du da, je länger das Spiel geht und du wertest die nicht auf, da, die machen dich platt. Ja, auf jeden Fall hat es mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Römermission. In diesem Sinne, bleibt mir schön gesund, macht euch noch einen schönen Tag und schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Siedler 3. Bis dahin, ciao, ciao.